Da bin ich schon wieder mit einem Video von Tomb Raider. Dieses kleine Video, das du sehen kannst, Griechenland beendet hat. Bevor dass du nach Ägypten gehen werden. Okay, ich frage mich ab, ist es eine gute Idee, um mit einem Motorrad von Griechenland nach Ägypten zu gehen? Ich denke, das ist ein Flugzeug, werden wir nutzen. Anyway, das ist Ägypten, der Stadt Kamun. Es gibt keine Löwe hier, keine Ratte, keine Wolfe und auch keine Fledermäuse. Es gibt hier Krokodile und es gibt hier auch schwarze Panthers. Ich nenne sie immer Bagheera. Und es gibt hier auch atlantische Giganten. Und das macht uns up to date für jetzt, denke ich. Das ist kein Geheimgang. Vielleicht es war zu einfach daran zu denken. Die ägyptischen Levels sind Levels, wofür die, die Game-Machers wirklich nachgedacht haben. Hallo Bagheera, wie geht's? Nicht so gut. Oh, das ist schade. Ja, diesen Raum mit dem Sphinx
ihm das Oberlicht von Kamun, werde ich in diesen Raum zurückkommen und in ein Finished Business komme ich hier auch. Aber dann ist alles hier unter Wasser. Okay, dann sieht da einen atlantischen Mutant. Und ja, das ist es sieht aus wie eine Mumie. Sie werden sprengen, wann sie getötet werden. Okay, einen Augenblick bitte. Meine Katze will, dass ich die Tür für ihr aufmache. Bin ja wieder zurück. Dann mache ich die Tür für ihr auf und dann werden sie weglaufen. Es gibt drei Levels hier in Ägypten. Der Stadt Kamun. Die Obelisk von Kamun und hinter diesen Tür gibt es die Heiligtum des Skions. Und das ist einen sehr komplizierten Level. Ja, Kitty, ich werde die Tür nicht wieder aufmachen. Hatte deine Chance. Okay, das war vielleicht nicht am besten Idee. Ah. Ich kann es auch hier probieren. La la la. Und die Schlüssel. Ja, lassen wir schwimmen. Es gibt einen Bonus hier und wenn ich hier zurückkomme in das Obelisk von Kamun, dann gibt es diesen Bonus hier nicht mehr. Dann frage ich mich ab, wer er dann weggeholt hat, wann ist es? Was ich es nicht getan habe.
Frage, Frage, Frage. Okay. Es gibt einen schwarzen Panther hier. Aber er könnt mir nichts mehr tun. Entschuldigung. Hier ist noch ein. Ja, es gibt hier ein Krokodil. Hallo, Bastard. Wie geht's? Ja, die Katze waren heilige Tiere in das alte Ägypten. Okay, es gibt ein Krokodil im Wasser, aber es ist hinten eine Tür. Ich muss die Tür öffnen, weil ich unter Wasser bin. Und ich kann meine Waffe nicht benutzen im Wasser. So, das kann natürlich ein Problem geben. Ein bisschen schnell sein. Hallo Kroko, bist du da? Ah. Ich könnte natürlich die Krokodil töten, aber wenn ich hier alles nicht vermasseln, werde ich nie mehr hier im Wasser kommen. Ja, ich hatte es gesehen. Ja, siehst du das? Ich muss drauf sein. Ja, Kitty, ich werde die Tür für dich aufmachen, wenn ich das Ziel dieses Levels erreicht habe. Ich kann nicht immer eine Tür für dich aufmachen, kannst du dann wegläufen. Ja, du bist lieb, Kitty. Ja, meine Katze heißt Kitty. Und jetzt, sie ist
Man, mich setzen nicht gerne die. Ha. Ja, ich könnte nicht sehen, was ich machte. Ich denke, dass jedermann, wer eine Katze hat, weiß, was Katzen tun, machen können und die schlechten Momente. Oh. Das war mein Headset, Kitty. Ein bisschen Vorsicht, bitte. Ah, ich höre dich fragen. Sprichst du immer Deutsch zu deiner Katze? Nein. Normal werde ich immer Niederländisch sprechen zu meiner Katze. Aber ist es wichtig, welche Sprache ich benutze, wenn ich zu meiner Katze reden? Sie werden doch keine Niederländisch, Deutsch oder Englisch verstehen. Dann gibt es natürlich die Fragen, warum werdest du dann zu deiner Katze reden? Ja, das weiß ich auch nicht. Es ist ein bisschen lächerlich, eh? Okay, na, springen. Ich hatte eine Probleme mit meinem Headset. Dankeschön, Kitty. Das. Okay. Und von hier kann ich die Klappe unter Bastet aufmachen. Und ja, das hier ist lächerlich, aber ich möchte es nur wie einen Shortcut benutzen, aber du hast die Jingle schon gehört. Es sieht als eine Geheimgänge. Du kannst das nicht tun, ohne ein bisschen weh. Das ist auch, warum ich eine Medipack benutzt habe, bevor dass ich nach unten geht. Natürlich weiß ich, dass das passieren werden. Hallo, Bastard.
gibt es einige schwarze Panthern. Ich denke, dass du sie schön gehört haben. Ja, es ist ein bisschen dunkel hier. Und das gibt einige verrückte Farben. Das ist die Technologie. Des Zeits. Die grafischen Karten von die Zeit können nur 256 Farben am Screen setzen. Und mit einem Palett. Kannst du wählen, welche Farben du benutzen will. Okay, dann gibt es ein bisschen Licht. Ja, und in dreidimensionalen Spielen war das mit Licht ein kleines Problem. Ja, ich muss nach unten gehen. Das Plattform im Center ist so weit zu springen. Aber wann ich das tue, werden zwei schwarzen Panthern freigemacht. Noch zwei schwarzen Panthern, aber sie sind kein Problem. Essen Sie Blei. Gut.
Okay. Es gibt einen atlantische Mutant-Mumie. Ja. Ich denke, dass er gesprengt ist. Ja, ich muss drauf kommen. Und wie gehe ich das machen? Ich? Das sind sehr verwirrend mit Deutsch, Niederländisch und Englisch. Das niederländische Wort für wie ist who. Und das niederländische Wort wie meinst wer. Ja. Aber was ist wer im Englisch? Ho. Das kann doch das keine Zufall sein. Okay. Ich brauche Vorsicht. Ich bin da schon gewesen. Das ist, wann ich den Eingang im Sphinx benutzt haben, dass ich da unten war. Ich habe die Schwarze Panther nicht getötet. So, ihr ist schon da. So, wenn ich es vermasseln und überleben, dann hatte ich nicht allein den Schwarzen Panther, aber dann muss ich auch das Healing-Level wieder machen. Ja, weißt du, was passiert ist? Die Kamera, das ist wirklich etwas, das gehasst ist in Tomb Raider. Spätere Spielen hatte das viele Male besser gemacht. Und jetzt kommen die Kamelen. Ich weiß nicht, warum wir das immer sagen, aber wir sagen das immer und wir sagen das immer in Deutsch und ich weiß nicht warum.
Wie kann ich das tun? Springen. Und hier ist das Ziel. Nur einen Geheimgang. Oh, das ist nicht so gut. Und dann komme ich jetzt in der Obelisk von Camun. Oh. Die Schweizer Panzer hatte verschwunden. Erst muss ich diese zwei Türen aufmachen. So, ich werde erst und das konzentrieren. Okay, es ist unter die Tür. Die Tür ist natürlich zu. Aber das ist okay. Es gibt eine Krokodil hier im Wasser. Okay, ich hatte ihn getötet. Ja, ich brauche diesen Schlüssel. Es gibt einige Bonusse hier. Es gibt nicht hier über dem Wasser. Es ist. Du kannst es nur benutzen, um die Krokodil zu töten. Und natürlich, um Luft zu bekommen. Aber die einige Weise, um dieses Zimmer zu verlassen, ist mein Selbstmerk, dass ich gekommen bin.
Diese Tür ist jetzt auch auf. Okay. Erst eine atlantische Mumimutant. Ja, das ist explodiert. Oh. Das ist den ersten Brücken. Und dann kann ich reden über was ich muss tun in diesem Level. Im Center gibt es vier heilige Symbole. Wenn ich sie allen vier haben, dann werden die Tür unter Wasser aufgemacht werden. Und was dann passiert, das werde ich dann erzählen. Wie spät es ist. Ja, du verstehst natürlich, dass ich das nicht am selben Zeit aufgenommen habe. Dass ich das auf YouTube gesetzt habe. Das ist es ist jetzt 2. Ja, und jetzt ist erst ich muss da oben sein. Wenn du keine Erfahrung mit Tomb Raider hatte, dann ist es besser, wenn du die Spiele viel speichert. Das kann kurz sein. Aber das habe ich nicht probiert. Oh, ich sehe etwas. Ich hasse diese kleine Tisch. Es ist ihm dem Weg. Warum muss ich das schaffen können? Ja, das schaffe ich. Aber das ist das kleine Tisch und die Kamera, das sind eine schlechte Kombination.
drauf ist ein atlantischer Mummimutant. Vielleicht kannst du die Medipack sehen im Center. Das ist ein Geheimgang, aber ich werde für das später zurückkommen. Jetzt muss ich schnell sein. Es gibt einen schwarzen Panther hier. Komm, komm, Bagheera. Kann ich nach die Switch zugehen? Ja, dann war alles ganz anders. Ja, das war im letzten Zimmer, das etwas anders ist. Aber erst habe ich etwas anderes zu tun. Und das ist hier. Ja, ich könne es nicht gut schauen, aber es gibt einen wichtigen Switch hier. Bevor dass ich dafür gehen, und warum mache ich das? Es gibt nichts da unten. Thank you.
Kann ich das jetzt durch? Kann ich die Mutantmummies bekämpfen, ohne mich wirklich in Gefahr zu bringen? Und wenn ich das später tue, dann gibt es wirklich ein Problem. Okay, und dann diesen Weg. Es gibt einen Geheimgang hier und die Geheimgänge ist so einfach zu finden, dass es mich überrascht hatte, dass die Geheimgang-Jingle kommt. Okay. Warten, es gibt mehr. Okay. Und jetzt habe ich alles dieser Geheimgang. Ja, das ist ein guter Platz, nach unten zu gehen. Okay. Dann ist jetzt und wieder. Wenn ich am Ziel bin, dann muss ich wieder nach meinem Bett zu gehen. Okay. Vermasselt. Geschafft. Ach, ja. Und die Brücke zu das zweiten heilige Symbol. Und das ist, warum ich die Mutant Mummies tot möchte haben, vor dass ich hier am Arbeit gegangen war.
Dann habe ich das zweite Symbol, der Skarabäe. Okay, ich kann die dritten auch bekommen. Einen Ankh, das Symbol des Lebens. Nein, ich bin keine Experte an ägyptischen Mythologie. Aber ich weiß einige Dinge. Okay. Okay, na, no, du kannst sehen, was ich tun muss. Ja, wie nennst du das, was ich jetzt tue? In Englisch hang, im Niederländisch hangen. Aber wie ist das im Deutsch? Okay. Ja, hier. Okay. Aber er wacht jemand auf mir. Oh, du hast uns schön gehört. Ja, das ist ein Medipack. Natürlich könnte ich von hier nach unten springen im Wasser. Das werde Lara überleben, aber ich habe noch einen Geheimgang. Eigentlich sind es zwei Geheimgänge. Und wie das kann, das wirst du jetzt sehen.
Ja. Und ich hatte gesagt, dass dies zwei Geheimgänge sind, das ist auch ein Geheimgang. Okay. Ja, das ist den Wirtensymbol. Okay, speichern. Ich könnte dich vermasseln. Okay, Achtung, Clips. Okay, dann werde ich erst was Luft nehmen. Dies ist ein langer Gang, ganz unter Wasser. And go. Es ist nicht weiß für die Bonussen zu gehen. Das ist Selbstmord. Okay, es gibt einen Mutant-Mumie hier. Hoffen, dass ich hier wegkommen kann, ohne die Mumie zu bekämpfen. Er kann mich nicht tun, wenn ich ihm Wasser. Okay. Of course you realize this means war. Das ist was Bugs Bunny sagen. In einer Situation. Ja, diese Explosionen sind hasse. Jetzt werde ich ihn ermorden. Nein, ich brauche es nicht. Aber er hat mich genug Probleme gegeben.
Okay, ich brauche ihn nicht zu bekämpfen. Ja, und dann gibt es hier die Sphinx. Hat die Stadt auch von Stadt der Kamun. Und dann kann ich hier mit die heiligen Symbolen die Tür nach das Heiligtum. Ah, hasse diesen Platz. Öffnen sich. Okay, und das ist das Ziel. Und dann gibt es nur das Heiligtum des Skions. Ah. Hier hatte ich alle Geheimgänge gefunden. Okay, das ist das Heiligtum des Skions. Das ist vielleicht das am besten designed Level. Es kann sehr schwierig sein, um deinen Weg zu finden hier. Es gibt keine Tiere hier mehr. Keine Krokodile. Keine schwarzen Panthers, keinen Wolfen, keinen Löwe, keine Fledermäuse. In kurz keine Tieren. Es gibt atlantische Mutanten und sie sehen nicht lange aus wie Mumis. Und natürlich die Boss-Enemies, und das sind nicht atlantische Mutanten.
Okay. Es gibt zwei große Teile in diesem Level. Das erste Teil ist hier, das ist einen gigantischen Sphinx. Keine Angst. Es gibt zwei Schlossen auf den Kopf des Sphinx. Und beiden brauchen einen Ank. Und dann werde die Tür aufgemacht werden und kann ich nach dem zweiten Teil gehen. Das ist, wie ich nach den Anken gehen können. Ihres Eintür das mich nach einem anführen und die andere Tür, aha, das ist schwieriger. Weiß nicht, ob ich das gut sehen lassen können, aber ich werde es probieren. Ja, das ist da oben hinter den Sphinx. So. Natürlich. Da gibt es auch eine Tür. Und die muss ich auch aufmachen. Ah, guten Morgen, Kitty. Ja, lustig. Ja, mit die Switch kann ich die Tür aufmachen, dass ich nicht gut sehen gelassen könnt haben. Aber es werden auch einen atlantischen Mutant im Spiel bringen.
Und die Mutant ist ein Flügender. Da ist er. Okay, die Switch des anderen Türs ist drauf. Ja, eine kleine Fehler und ich habe es vermasselt und dann werde ich tot sein. So, Vorsicht! Hallo. Guten Tag, Sphinx. Ja, das ist ein Switch und ich höre dir denken, macht die Switch nur ein Tour auf oder werde das auch einen atlantischen Mutant im Spiel bringen? Das letzte werde auch passieren. Vielleicht, du siehst etwas im Luft, das ist keine Bug. Das ist ein unsichtbaren Plateau. Und das ist ein Geheimgang und das ist auch die einzige Geheimgang dieses Levels. Und die Dinge, das in die Luft sind,
Das sind die Usis. Das ist auch die einige Platz, wo die Usis bekommen können. Warum hatte ich das vermasselt? Das ist ein bisschen schwierig. Und jetzt habe ich es geschafft. Wann ich die Usis nehmen werden, werde auch atlantische Mutanten kommen. So. Natürlich ist das auch eine Chance, meine neue Waffen zu probieren. Ja, und jetzt ist es ist Zeit zurückzugehen. Es ist kein Problem, wann ich es vermasseln. Aber ich schaffe es. Ich musste doch nach unten gehen. Aber wenn ich es vermassle, dann werde es wehtun. Und das wollte ich natürlich nicht. Ich tue dir ja, Rammstein macht gute Musik. Okay, und das ist die Tür zu dem Ärzten Ank. Na, zu die Tür kommen ist einfach. Es ist schwierig. Was ich hier tun muss, ist einfach. Mit die andere Türe ist
zu die Tür kommen einfach, aber was ich da hinten tun muss, nicht. Ja, es gibt es auch einen bei der anderen Ark. Normal hatte ich nicht so viele Probleme mit dieser Mutante. Ja, ich hatte dir gehört. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Hatte du gewusst, dass die Benga Boys dass sie niederländisch sind. Ach, dann weißt du es jetzt. Nein, ich muss noch im Wasser sein. Oder ist das nicht hier? Nein, das ist die andere. Ein bisschen Zeit verloren. Ja, siehst du die Brücke? Ich muss darauf kommen, aber ich brauche eine Schlüssel und das ist unter Wasser. Und jetzt muss ich probieren, auf die Brücken
zu kommen. Das ist sehr schwierig. Ich hoffe, dass ich es einmal tun können. Wenn ich jetzt vermasseln, werde ich natürlich im Wasser kommen und dann kann ich draus kommen und es wieder probieren. Aber dann habe ich natürlich Zeit verloren. Die einige Weisen, wie du das gut machen können, ist üben. Und bleiben probieren, bis du das schaffst. Okay, dann habe ich beide Angst. Ja, es gibt nur einen Weg nach unten. Ja, das ist die einzige Weg, die ich habe. Und jetzt muss ich nach die Kopf des Sphinx gehen. Frage mich wirklich ab, wie viel Zeit sie gebraucht haben. Ja, das ist nicht, wie ich das tun muss.
Wie Zeit sie gebraucht hatte für das Design dieses Levels. Okay. Soweit. Eins, ja, und die andere ist an die Vorseite. Okay, dann hatte ich die Tür aufgemacht. Und ja. Wenn du es wissen wollen, links ist die ägyptischen Gott Horus, Sohn von Osiris und Isis, und rechts ist Anubis. Und ja, es ist ein langer Weg nach unten und ich muss es nehmen. Und es kann schwierig sein zu finden. Was sie brauchen, du schon da. Die Switch ist schwierig zu sehen. Das muss nicht so schwierig sein. Oh. Ah.
Es gibt einen ägyptischen, einen atlantischen Mutant hier und er flögt. Nein, ich werde ihn nicht bekämpfen. Die Switch kann nicht benutzt werden, wenn alles hier unter Wasser ist. Okay. Und jetzt muss ich nach Horus gehen. Dieses Teil ist einfach, das ist nur eine Spiral nach oben. Aber am Ziel gibt es eine nicht so lustige Überraschung. Ja, es ist lange. Okay. Wenn ich das heilige Symbol nehme, dann werde die Tür aufgemacht werden. Aber das ist auch, wenn ich drei Mutanten bekämpfen muss. Ja, und dann gibt es der Boss-Enemy. Aber er ist einfach. Ich kann es stärker erzählen. Ich brauche es nicht, ihn zu bekämpfen. Na, er sagt auch etwas unmöglich. Er sagt, dass er hat weh in seine, was ist die deutsche Wort für Brain? Aber wie kann du weh haben an etwas, das es nicht gibt? I still got a pain in my brain from you. And it's telling me funny ideas now, like to shoot you to hell.
Los Stieg. Und das ist das Ziel dieses Level und auch das Teil in Ägypten. Ja, und dann ist das letzte Video natürlich von das verlorene Land. So, das werden die Video sein, das jetzt kommen. Ich habe meinen Kalender gecheckt und die Release-Daten, dass diese Video gereleased werden, war im Dezember. Oh, das ist lustig. Dann wünsche ich ihr allen sehr frohen Weihnachten. Ja, und bis die, ja, wie sagst du das in Deutsch? The next video. Ja, ich werde das suchen, wie ich das sagen. Auf Wiedersehen!